Ach ja, genau, apropos Idioten. Was ist mit mir? Fällt mir gerade so ein. Ich weiß nicht, ob du das jetzt on Stream mir sagen willst, aber Dings. Ich habe ja, glaube ich, auch schon Griller gefragt. Weil irgendwie ja jetzt die Rückmeldung gekommen ist, ja, ihr steigt bei Minecraft aus. Ja, und? Ich meine, du kannst mich auch, kannst mir auch später sagen. Mir ist nur gerade erst eingefallen. Und ich wurde doch gebeten, dich zu fragen. Was, wer will was von mir? Und warum über dich? Hä? Klär mich mal auf. Ich kann dir gerade nicht folgen. Was möchtest du? Ja, weil die Meldung hier heute kam, dass du und Gorilla aus Minecraft, aus dem Minecraft-Projekt, aus dem Hallo Nachbar, oder wie das auch immer heißt, aussteigt. Ja. Und? Ja, meine Frage. Ja, nee, ich wollte nur wissen, warum. Also, ich war nur neugierig, warum. Sag ich so. Du fragst. Und da hab ich Gorilla. Also, du fragst jetzt wirklich, warum? Jein, nicht ganz. Also, wenn es der Grund ist, wo ich meine, dass er ist. Ja. Achso, ja, okay, gut. Wie repariert man denn? Benötigt Holz zur Reparatur? Achso, hab doch. Nee, hab ich die Holz gerade schon wieder weggelegt? Moment. Ich bin ja heute sozusagen das erste Mal Captain. Also richtiger. Warte mal. Reparieren. Was muss ich dafür drücken? Einfach nur das Brett hinhalten und dann rechte Maustaste gedrückt. Linke Maustaste gedrückt halten. So, war noch irgendwas, sonst liegt nicht wieder. Nö. Nein, die offizielle Begründung, aber die kommt auch im entsprechenden Minecraft-Video. Mir ist das einfach nicht mehr möglich und ich bin nicht mehr willens, freitags so spät aufzunehmen. Weißt du, ich bin selbstständig, also. Ich habe den ganzen Tag was zu tun. Die ganze Woche über was zu tun und ja. Und dann ist es einfach ein bisschen arg heftig, dann erst so gegen 22.30 Uhr freitags aufzunehmen, wo ich echt die Woche im Kreuz hatte. Und ich musste einfach auch mal ein bisschen geschmeidig denken, weil, naja, die Klickzahlen für das Projekt sind jetzt auch nicht so gut, dass ich da, wer weiß, wie viel Zeit investieren kann, weißt du? Und mich hat das einfach auch wahnsinnig genervt, dass viele Veranstaltungen, die eben so am Wochenende sind, nicht mehr genutzt werden können. Einmal runter bitte zum Anker. Einmal nach unten zum Anker. Einmal am Anker. Gut. Und Anker setzen. Der Anker. Naja, ich wollte gerade was anderes machen, aber irgendwie. Ist das jetzt der Anker oder nicht? Ja, der Anker ist schon gesetzt gewesen. Ja, wir sind ja da, oder? Moment. La, 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 la. Einmal bitte zum Schippen kommen. Naja, ich repariere schon. Sehr gut, haben wir noch ein Loch? Nein, ich glaube nicht. Muss nur noch schippen. Außer vorne ist noch eins. Hier vorne war noch eins, genau. Nein. Dann schippen wir jetzt. Ja, ich muss mich noch an die Trägheit von den Dingern gewöhnen. Das ist wohl wahr. Na ja. So. Natürlich. Was? Aber wir sind doch relativ nah dran, ne? Ja, gut, nur dass wir auch mal über die halbe Insel rübergeschrippt sind. Ja, mein Gott, ne. Hier kommt man übrigens hoch. Haben wir, ach, ich schütte mir die ganze Zeit das scheiß Wasser ins Gesicht. Oh. Einmal mit Mann, Profis. Mann. Ja, die Dinger sind ja relativ nah beieinander, ne? Bist du schon auf der Insel? Ich bin schon auf der Insel, ja. Okay. Weg hier reinfinden. Ach, da. Ja, an der Seite ging was. Das müsste dann ja irgendwie hier sein, ne? So, ich habe das erste Geschenk. Sehr gut. Was sind wir denn? Oh,
Mami! Wenn, kommt! Du! Ja. Wie legt man denn nochmal diese blöden Dinger immer ab? Leite den mal! Au. What? Was war das denn jetzt? Wow. Chatburger UK, hallo. Wie geht's, wie steht's? Hast du uns in die Luft gesprengt oder er? Ne, ich glaube er. Also ich weiß es nicht, ich denke mal, dass ich so neben so Sprengsessans war und der hat draufgehauen hat. Naja, das stimmt. Ich wollte dir nämlich gerade mit dem abgelegten Geschenk sagen, leite den da an diesem blöden Ding vorbei. Und dann hätte ich da drauf geschossen, wenn er in der Nähe gewesen wäre, aber... Ah, das kam ein bisschen zu spät. Ja, ich war gerade dabei, mich zu sortieren. Ich war mir auch nicht sicher, ob er auf mich oder auf dich geht, weil er hat ja mich als erstes angegriffen. Na gut, gehen wir noch mal hin. Hakuna Matata. And a wonderful day. Hakuna Matata. Hier ist das Geschenk, ich nehme es mit. Wo ist er jetzt? Hallo, Affe. Nicht mehr da, okay. Egal, ich habe ein Geschenk, ich gehe mal eben an Bord und lege das ab. Ja, ja. Ich schaue jetzt mal kurz, wo sind wir denn hier? Wir sind hier, also heißt es... Also ich müsste das Geschenk auf der rechten Seite müsste ich geklickt haben. Ja, ja, die X-Markierungen verschwinden ja zum Glück, wenn... Gott sei Dank. So, Geschenk Nummer 2. Hab ich. Wo läuft eigentlich diese Musik im Hintergrund? Fernseher. Also. Wenn sie zu laut ist, sag Bescheid. Na, man hört sie nur, ich frag deswegen nur. So. Ja, wenn sie so laut ist, dass sie nervt, dann sag Bescheid. Mich nervt immer alles, aber. Sag mal, oder zumindest, wenn man sie dauerhaft hört. Müsste dein Kind nicht im Bett sein? Hat mir das jemand hier irgendwie letzte Woche schon? Ja, ja. Nein, es ist gerade auf dem Weg. Es ist gerade auf dem Weg dahin. Wozu das letzte Geschenk? Dann loot ich noch ein bisschen. Ich bin gerade. Was? Also das ist... Nee, warte. Was machst du denn schon wieder? Mich orientieren, ich bin da nicht so gut drin. Ich würde sagen, hier irgendwo, ne? Erstes Skelett tot, zweites Skelett tot. Affe. Ja. Was war das denn jetzt wieder? Ach, nix. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir den ganzen Scheißen wieder abliefern. Also, das sollten wir ja hinkriegen, ne? Ja, ich denke. Mal schauen, ob hier oben noch irgendwas Cooles ist. Genau. Ein bisschen looten. Ein bisschen Schlangenfleisch organisieren und dann. Sollten wir es doch haben. Eben. Fussel? Hier ist einer. Ist das hier oben dein privater Keller oder? Ich frag nur. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe diese Insel nie besucht. Warum? Was ist da Interessantes? Soll ich da mal eben noch hinkommen? Es sieht zumindest aus wie in deinem Keller. Woher weißt du, wie es in meinem Keller aussieht? Du warst doch noch gar nicht da. Geheime Kameras? Zu deinem Schutz, wo ich da angebracht habe? Du warst doch noch nie bei mir. Ich will dir da in deiner Romantik ja, nicht... Sagen dir, du, ich war noch nicht bei dir. Ohne seines Wissens. Mit deinem Wissens. Mit deines Wissens. Nee, also wenn du das hier unten meinst, wo die ganzen Skelette sind, nein, weil ich räume meine toten Noten immer raus. Achso. Ja. Okay. In der Arena irgendwas? Sag mal, reißt das Kind gerade eure Bude ab? Nein. Au. Was war das?
Der Affe hat an der Zündschnur gespielt, deiner aber. Wieso warst du hier oben? Nö, ne? Ja, doch, ich hab Schaden bekommen. Das kann ja gar nicht sein. Du hast einen ganz komischen Affen, hast du. Naja, hätte ich jetzt auch wieder gesagt. Was ist denn hier oben? So, okay, gut. Hui! Ja, das Geschenk hast du mitgenommen, oder? Wir haben drei Geschenke, also ich habe zwei an Bord gebracht, ja? Ja, okay, ich habe eins an Bord gebracht, dann passt das hin. So, Munition ist aufgefüllt, so. Dann können wir hier, glaube ich, runter. Ist doch gar nicht so schlecht, ja, oder? Ja, ja, ja. Jetzt wollen wir nur irgendwo einen Außenposten. Bist du schon am Searchen dran am sein? Am wo? Am Suchen? Nö. Nach Osten, Südosten. Relativ geradeaus. Wir brauchen mal einen besseren Anker, das ist zu schwer. Das. So, Kurs Osten. Knapp Osten. Ja, so eher Süd. Was? Südosten? Ja, nicht ganz Südosten, sondern so eher Ost-Ost-Süd. Oder Südost-Ost, wie nennt man das? Zuerst das Doppel-O, zuerst das Doppel-E oder zuerst das Doppel-S? Also wenn du mehr Richtung Osten, aber Richtung Südosten, dann würde ich Ost-Südost sagen. Ost als Hauptrichtung mit leichtem Hang zum Südosten. Okay, ja gut, dann Ost-Südost. Du hast die Fahrtroute vor uns im Blick und meldest Gegenstände oder irgendwas, was wir looten können? Ja, ja. Ich bin noch mal ausgucken. Ja, gut. Da ist ein Schiff, aber das ist relativ weit weg, das sieht uns nicht. Da ist ein irgendwas grün blinkendes. Wo? Links. Was? 11 Uhr ungefähr. Ist aber relativ perfekt. Ja, das ist sehr weit. Hey! Ist eine Kurskorrektur notwendig? Ich bin oben im Aussichtsturz, ich habe keine. Nein, nicht wegen der Karte, sondern haben wir ein Hindernis voraus? Nein, da sind Fässer, das haben wir schon gelootet gehabt vorhin, da ist nichts zu looten. Der Nebel ist jetzt noch nicht, obwohl es so leicht nach Süden oder immer. Back oder Steuer? Back. Backport ist aber die falsche Richtung, ne? Das wäre eher Norden. Gut, dann, oh ja, dann gut, dann Steuerbord. Ich bin ja nicht der Kapitän. Du müsstest aber die nautischen Begriffe schon noch kennen. Soll ich sie dir nochmal erklären? Steuerbord war das mit R. Also rechts. Steuerbord rechts, ja. Edelsbrücke. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall einen leicht südlicheren Kurs anschlagen. So ein bisschen. Aber das ist ja schon der Außenposten. Meinst du? Nee. Du hältst weiter in Aussicht, dass wir auf nichts draufrollen, ja? Naja, ich halte Aussicht. Ein Hauch mehr Süden.
Dann ist es das. Ja, da steht ein Schiff. Oh oh. Dann sollten wir, wenn dann, auf die andere Seite fahren und nicht für uns vielleicht direkt daneben stellen.